Ich begrüße Sie als Angehörige oder Freunde hier aus der St. Martin-Kirche in Hannover-Roderbruch sehr herzlich im Namen aller ambulanten und stationären Mitarbeitenden aus dem Hospiz Luise, sowie auch im Namen unserer Trägerin, die barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul in Hildesheim, zu diesem unserem Gedenkgottesdienst in Zeiten von Corona. Ich bin sehr dankbar, dass wir durch die Unterstützung des Bürgerfernsehens H1 diesen Gedenkgottesdienst heute zu Ihnen bringen können, da wir nicht wie in gewohnter Weise hier gemeinsam zum jährlichen Gedenkgottesdienst zusammenkommen können. So darf ich auch gerade Sie, verehrte Zuschauer, begrüßen, die sich uns zugeschaltet haben und diesen Gedenkgottesdienst mitfeiern. Wir wollen mit Ihnen gemeinsam in dieser Stunde unserer Verstorbenen gedenken, die wir mit Ihnen gemeinsam durch unseren ambulanten Palliativdienst, den ambulanten Hospizdienst oder durch unser stationäres Hospiz Luise in den Jahren 2019 und 2020 begleitet haben. Ebenso gedenken wir natürlich auch aller in diesem Gedenkgottesdienst, an die jeder von uns heute ganz besonders denkt. Der nun beginnende Gottesdienst darf Hilfe, Kraft und Trost für uns alle sein. Danke, dass Sie bei uns sind. Liebe Gemeinde an den Bildschirmen, auch ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Gedenkgottesdienst hier in St. Martin. Wir tun dies im Namen dessen, der uns hier versammelt hat, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Zuversicht, dass Gott der Herr hier zugegen ist, wird nun im ersten Lied ausgedrückt. Bist du um uns?
Die Liebe eines Menschen kannst du nicht begraben, mit Erde zuschaufeln, wie Asche in den Wind zerstreuen. Die Liebe eines Menschen vervielfältigt sich mit seinem Tod, unter den Menschen tausendfach. Du siehst es bei diesem Jesus. Die Liebe eines Menschen weckt die Schlafenden, tröstet die Traurigen, ermutigt die Hoffnungslosen, lehrt die Stummen eine neue Sprache, ist für die Blumen ein neues Licht, bringt den Lahmen das Gehen bei. Die Liebe unserer Verstorbenen lebt in uns weiter. Jesus ist auf die Welt gekommen, um den Menschen die Liebe Gottes nahe zu bringen. Er hat dies nicht getan mit vielen Büchern, sondern mit Beispielen, mit Gleichnissen aus dem täglichen Leben. Solch ein Gleichnis aus dem Lukasevangelium hören wir jetzt. Alle Zöllner und Sünder kamen zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten: Dieser nimmt sich der Sünder an und isst sogar mit ihnen. Da erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis und sagte: Wenn einer von euch 100 Schafe hat und eines davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Soweit diese Worte aus dem Lukasevangelium. Ich bin verwirrt. Oder besser vielleicht noch verirrt. Ich stehe in einer leeren Kirche und soll eine Ansprache halten beim Gedenkgottesdienst des Hospiz Luise. Wie soll ich sie ansprechen? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, so könnte es heißen, wenn Sie diesen Gottesdienst im Fernsehen sehen. Das klingt aber irgendwie weit weg, als ob wir irgendeine Fernsehshow am Samstag im Fernsehen anschauen. Doch heute sind Sie ganz mit dabei, wenn wir an unsere Verstorbenen denken. Und so, auch wenn es ungewohnt ist für Sie, diesen Gottesdienst anzuschauen, ungewohnt auch für uns hier in der Kirche. Sie gehören ganz dazu. Sie sind nicht nur Zuschauende, sondern sie sind Mitfeiernde. Sie sind mit unseren Verstorbenen und mit uns verbunden und daher auch die Anrede, so als ob sie live vor uns hier in der Kirche säßen. Liebe Angehörige, liebe Freunde und Bekannte, liebe unbekannt Trauernde und liebe Mitarbeitende vom Hospiz Luise und dem ambulanten Palliativ- und Hospizdienst.
Labyrinth des Lebens. Das haben wir uns zum Thema dieses Gottesdienstes gewählt. Die meisten von uns kennen die Darstellung eines Labyrinthes. Hier in Hannover gibt es das Rad in der Eilenriede, wo man die verschlungenen Wege in der Rasenfläche noch überblicken kann, wo es lang geht, zur Mitte. Beim Labyrinth in den Herrenhäusergärten ist das schon anders. Oder bei einem Labyrinth in den Maisfeldern. Da sieht man nicht mehr, wo es lang geht. Da muss man die Wege ausprobieren. Viele Wege führen in die Irre. Wir kommen nicht mehr weiter, müssen umkehren und es neu versuchen. Das kann auch ganz schön frustrierend sein. Wir müssen es so lange versuchen, bis wir schließlich den einen Weg, der zum Ziel, zum Mittelpunkt führt, gefunden haben. Und dann sind wir froh. Wir haben es geschafft und nach vielen Umwegen schließlich das Ziel gefunden. So ist es auch mit unserem heutigen Gottesdienst. Sackgassen, enttäuschte Hoffnungen gab es bis zum heutigen Tag. Im vergangenen Jahr ist der Gottesdienst, der wesentlich zum Leben eines Hospizes dazugehört, ganz ausgefallen. Auch in diesem Jahr können wir uns nicht alle in der Kirche versammeln. Das Virus macht uns einen Strich durch die Rechnung. Und doch haben wir nun diesen Weg gefunden, um unserer Verstorbenen zu gedenken. Wenn wir den Lebensweg eines Menschen, den Lebensweg unserer Verstorbenen betrachten, ist solch ein Weg nicht manchmal wie ein Labyrinth? Wie viele Irrwege, Kreuzungen und Enttäuschungen gibt es, bis wir am Ziel des Lebens ankommen? Erinnern wir uns an einige Entscheidungen, die wir treffen müssen. Mit wem, so fing es vielleicht damals an, freunde ich mich im Kindergarten oder in der Schule an? Welche Schul- oder Berufsausbildung soll ich wählen? Welches ist für mich der richtige Weg? Mit welchem Menschen soll ich meine Entscheidungen überdenken, revidieren, bis ich den richtigen Weg finde? Und wer ist vielleicht die richtige Person, die mit mir gemeinsam durchs Leben gehen kann? Es gibt sicherlich noch viele Fragen, die wir uns in unserem Leben stellen können. Fragen, Wegkreuzungen im Leben, an denen wir uns entscheiden müssen. Und wenn wir zurückdenken an unsere Verstorbenen, wenn wir vielleicht in alten Fotoalben blättern, Erinnerungsstücke betrachten, dann sehen wir immer wieder ihren Lebensweg, die verschiedenen Abschnitte vor Augen, auch all die Irrwege und Verwirrungen. Doch sie alle gehören dazu. All diese Erfahrungen auf dem Lebensweg mit einem Menschen machen ihn Menschen zu dem, was er wirklich ist. Und dann auf einmal in diesem Lebensweg unserer Lieben ein Schild. Stopp, Krankheit. Auf dem bisherigen Weg geht es nicht mehr weiter. Ein neuer Weg muss gefunden werden. Welche Behandlung ist für mich die richtige? Ja, welche Behandlung möchte ich überhaupt haben? Kann ich noch zu Hause gepflegt werden? Oder wähle ich besser den Weg in die Pflege eines Hospizes? Wege, Irrwege und Sackgassen, Fragen bis zum Schluss unseres Lebensweges. Immer wieder muss ein Mensch Entscheidungen treffen im Labyrinth des Lebens. Das fällt schwer. Aber anders als im Labyrinth, das wir zum Beispiel in Herrenhausen oder anderswo gehen können, gibt es im Labyrinth des Lebens Hilfen. Da gibt es Erfahrungen von Menschen, von denen wir lernen können, weil sie einen ähnlichen Weg vor uns gegangen sind. Diese Erfahrungen können wir in unsere Entscheidungen, welcher Weg der richtige sein mag, mit einbeziehen.
Und da gibt es Menschen, die uns begleiten. Sie haben es selbst erlebt, als Familienangehörige, als Freunde, Bekannte. Und sie sind immer ein mehr oder weniger großes Stück den Lebensweg unserer Verstorbenen mitgegangen. Sie haben sie begleitet. Sie haben, wenn nötig, auch einmal in eine bestimmte Richtung gezeigt. Dort könnte es entlang gehen. Das war nicht immer leicht. Manchmal wurde ihr Rat angenommen, manchmal auch nicht. Auch das mussten sie aushalten. Und dennoch, sie sind weiter mitgegangen. Sie waren da, am Krankenbett, zu Hause. Sie haben sich auf den Weg gemacht ins Hospiz. Wie schwer ist es da manchmal gefallen, am Bett unserer Lieben zu sitzen, ohne sichtbar irgendetwas machen zu können. Wie schwer ist es oft, das Sterben unserer Mitmenschen zu erleben. Zweifel kommen auf. Habe ich alles richtig gemacht? Wäre ein anderer Weg vielleicht besser gewesen? Manchmal verirren wir uns in unseren Fragen und Zweifeln angesichts des Todes eines lieben Menschen. Wir sind in der Gefahr, stecken zu bleiben und nicht mehr weiter zu wissen. Wir fühlen uns allein. Aber so, wie sie ihre Lieben nicht allein gelassen haben, so sind sie auch mit all diesen Fragen nicht allein. Sie müssen es nicht alleine schaffen und irgendwie hindurchkommen. Ich lade Sie ein, noch einmal an das Evangelium zu denken, das ich Ihnen vorhin vorgelesen habe. Im Gleichnis vergleicht Jesus Gott mit einem Hirten. 100 Schafe hat er, 99 sind noch da und eines hat sich verirrt, hat den richtigen Weg nicht gefunden. Viele von uns kennen dieses Gleichnis. Doch schauen wir einmal genauer hin. Der Hirte lässt 99 Schafe alleine zurück und geht das verlorene Tier suchen, das nicht mehr weiter weiß. Er sucht und findet es, nimmt es auf seine Schultern und trägt es voll Freude zurück. Aber ist das Verhalten eines Hirten? Jeder Hirte, wenn er materiell denkt, würde doch heute sagen: Schade, ich habe ein Schaf verloren, aber ich muss den Verlust irgendwie verkraften. Hauptsache, ich kann die 99 retten, damit es weitergeht. Die bringe ich jetzt in Sicherheit. Doch Jesus will uns in diesem Gleichnis, wo er so anders handelt, deutlich machen: So ist es bei Gott. Jeder und jeder Einzelne ist bei Gott so wichtig, dass er alles riskiert, um ihm nachzugehen und es zu retten. Wir dürfen darauf vertrauen, wenn wir vom rechten Weg abgekommen sind. Wir können uns auf den suchenden Gott verlassen. Das mag uns Trost spenden, wenn wir an unsere Verstorbenen zurückdenken. Wir dürfen darauf vertrauen, Gott ist ihnen und uns so nahe, gerade dann, wenn wir uns in Fragen und Zweifeln verstrickt haben. Gott ist auch unseren Verstorbenen nachgegangen und hat sie auf einen neuen, rechten Weg geleitet, weil jeder Einzelne ihm eben ganz wichtig ist. Als Christen vertrauen wir darauf, Jesus hat sie selber von seinem Leiden erlöst und aufgenommen in den himmlischen Frieden. Wir dürfen darauf vertrauen, dass es unseren Verstorbenen jetzt gut geht. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass sie eben nicht irgendwo weit weg sind. Denn im neuen Leben bei Gott, da gibt es nicht Zeit und Ort, an die sie gebunden wären. Wenn wir an unsere Lieben denken, dann sind sie uns ganz nahe. Das gelbe Band um den Altar steht für die Namen all der vielen Menschen, die in den vergangenen Jahren bei uns und mit uns gestorben sind. Es will uns deutlich machen,
Diese Verstorbenen sind unvergessen, sie sind in unserer Mitte. Wir dürfen hoffen, wie der Hirte des Evangeliums das verlorene Schaf suchen geht und nach Hause trägt, so trägt er voll Freude auch unsere Verstorbenen auf seinen Schultern nach Hause. Amen. Kerzen spenden Licht und Wärme. Kerzen sind ein Zeichen der Hoffnung. Auf das schlichte Holzkreuz, das auf dem Altar liegt, wollen wir nun Kerzen der Erinnerung für unsere Verstorbenen stellen, sie damit ganz besonders in unsere Mitte nehmen. Und vielleicht können auch Sie zu Hause, wenn es Ihnen möglich ist, für Ihre Verstorbenen nun eine Kerze anzünden, wenn wir stellvertretend für Sie dies hier in der Kirche tun.
Ich glaube, dass Gott das Leben will und meine Lebendigkeit, dass Umbruch Neubeginn ist und Aufbruch Verheißung. Ich vertraue den Fragen, der Suche, dem Weg. Ich finde Ankommen im Vertriebensein, Heimat in der Heimatlosigkeit, Nähe in der Offenheit. Ich lasse schmerzhaft los und gewinne Leben. Du Gott allen Trostes, eintauchen möchten wir in deine Ruhe und uns geborgen fühlen in deinem Frieden. Wir kommen zu dir mit unseren Gedanken und Hoffnungen, mit unseren Gebeten und Bitten. Wir bitten dich, bleibe bei unseren Verstorbenen, die wir im Hospiz und zu Hause begleitet haben und die uns vorausgegangen sind. Lass sie Geborgenheit finden bei dir. Wir bitten dich, unser Gebet lässt auch Raum für die Verstorbenen, die jeder von uns im Herzen trägt und zu denen unsere Gedanken gehen. Lass uns durch die Liebe verbunden bleiben. Wir bitten dich, sei nahe allen Angehörigen und Freunden, die einen Gefährten verloren haben. Hilf ihnen, ihren Weg wieder in die Hand zu nehmen, Schritte zu wagen zurück in ihr eigenes Leben, zu anderen Menschen und zu dir. Wir bitten dich, behüte die Kranken und Sterbenden. Lass sie spüren, dass sie in ihrer Angst und Unsicherheit von dir getragen werden. Geleite sie durch ihre Not hindurch in dein Licht. Kyrie, Kyrie, Ilai.
Wir bitten dich, stärke alle Menschen, die auf vielfältige Weise ambulant und stationär durch das Hospiz tätig sind. Schenke ihnen Zuversicht und ermutige sie, immer wieder den Kranken und Zugehörigen zu begegnen. Wir bitten dich, in dieser Krisenzeit sind viele Menschen sehr belastet, weil sie kranke Angehörige nicht besuchen dürfen, weil seelenwichtige Kontakte nicht stattfinden können, weil sie in ihrer beruflichen Existenz bedroht sind, weil sie sich nutzlos fühlen, weil sie als Kinder und Jugendliche nicht in Kindergärten oder Schule dürfen, weil sie bei ihrer Arbeit an ihre Belastungsgrenzen kommen. Stärke uns, damit wir Unabwendbares annehmen und verarbeiten können, und erfülle uns mit Hoffnung, um uns gegenseitig zu ermutigen. Gott allen Trostes, schenke uns immer wieder neu Lichtblicke, damit wir dankbar mit den Augen des Herzens das Gute suchen und sehen. Und so wollen wir unsere Bitten, die ausgesprochenen und auch die unausgesprochenen, die wir in unserem Herzen tragen, mit hineinnehmen in das große Bittgebet, das Jesus uns zu beten gelehrt hat. Und so wollen wir beten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Segen der Trauernden von Marie-Louise Wölfling. Gesegnet seien alle, die mir jetzt nicht ausweichen. Dankbar bin ich für jeden, der mir einmal zulächelt und mir seine Hand reicht, wenn ich mich verlassen fühle. Gesegnet seien die, die mich immer noch besuchen, obwohl sie Angst haben, etwas Falsches zu sagen. Gesegnet seien alle, die mir erlauben, von dem Verstorbenen zu sprechen. Ich möchte meine Erinnerung nicht totschweigen. Ich suche Menschen, denen ich mitteilen kann, was mich bewegt. Gesegnet seien alle, die mir zuhören, auch wenn das, was ich zu sagen habe, sehr schwer zu ertragen ist. Gesegnet seien alle, die mich nicht ändern wollen, sondern geduldig so annehmen, wie ich jetzt bin. Gesegnet seien alle, die mich trösten und die mir zusichern, dass Gott mich nicht verlassen hat. Sanft fallen Regen auf.
Das Gute, was uns mit unseren Verstorbenen verbindet, möge uns zum Segen werden auf dem Weg in die Zukunft. Und so bitten wir, du Gott des Lebens, bleibe bei uns und unseren Verstorbenen, begleite uns mit deinem Segen, Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.